Willkommen, Freunde. Manchmal bringt das Schicksal Schwierigkeiten, aber nur, um später eine Belohnung zu geben. In unserer heutigen Geschichte hatten unsere Hauptpersonen nicht nur Urlaub, sondern bekamen auch Eindrücke für das ganze Leben. Charlotte und George gingen am Strand spazieren und genossen den Blick aufs Meer. Sie waren kurz zuvor an diesem wunderbaren Winkel der Erde angekommen und es schien, dass niemand den ruhigen und idealen Urlaub stören könnte. Die 27-jährige Meeresbiologin Charlotte Young aus Bristol und ihr Freund George Chislett hatten ihren Urlaub bereits lange geplant. Und als die lang ersehnte Zeit kam, flogen sie in den Oman. An jenem Tag gingen Charlotte und George am Strand von Ras Al Jins spazieren und genossen den Blick aufs unendliche Meer. Plötzlich bemerkte Charlotte in der Ferne einen Stein, der sich scheinbar bewegte. Vielleicht schien es ihr auch nur so wegen der Müdigkeit nach dem langen Flug. Aber als sie genauer hinsah, bemerkte sie erneut eine Bewegung. Da rief Charlotte George hinzu. Gemeinsam gingen sie in Richtung der Steine. Als sie näher herangingen, sahen sie hinter den Steinen ein fast lebloses Wesen. Dies war eine Riesenschildkröte, die verzweifelt mit den Flossen schlug. Die jungen Leute eilten sofort zur Hilfe. Die Schildkröte befand sich anscheinend schon lange verzweifelt in der Falle. An diesem Ort ist ein Schildkrötenreservat und die Uferzone ist eine der wichtigsten Niststrände weltweit. Nach einer Reise über tausende von Kilometern durch den Ozean schwimmen die grünen Meeresschildkröten an diesen Strand zur Eiablage. Die Schildkröte kommt hauptsächlich dank der großen Wellen aus dem Wasser, denn sie wiegt zwischen 80 und 150 Kilogramm, erzählt Nasser Al-Sadzadi, Guide im Schildkrötenreservat. Wenn sie aus dem Wasser kommt, nutzt sie eine der Vertiefungen. Danach beginnt sie eine Mulde zu graben und legt die Eier ab. Dann nutzt sie die Vorderflossen, um Sand nach hinten zu schaufeln und sich langsam vorwärts zu bewegen, fährt Nasser Al-Sadzadi fort. Unsere Heldin hatte nachts am Strand Eier abgelegt. Aber auf dem Weg zurück ins Meer war sie in eine Falle geraten. Über 30 Minuten versuchten die jungen Leute, die Schildkröte zu befreien, aber nichts half. Dann jedoch fand Charlotte ein Stück Brett und setzte dies ein. Damit ging die Hilfsaktion schneller. Dank der Beharrlichkeit und gemeinsamen Anstrengung gelangte die Schildkröte in die Freiheit. Schließlich konnte die Schildkröte ins Meer zurückkehren. Niemals im Leben habe ich mich so glücklich gefühlt. Ich hätte weinen können vor Freude, erzählte Charlotte später. George und Charlotte gingen nicht an dem hilfsbedürftigen Tier vorbei. Diese Tat hat wieder einmal den Glauben an den Menschen zurückgebracht und hat Millionen von Menschen, die das von den jungen Leuten veröffentlichte Video sahen, zu ähnlichen selbstlosen Taten inspiriert. Es ist interessant zu wissen, dass die grüne Meeresschildkröte, obwohl sie an Land behäbig ist, im Wasser eine Geschwindigkeit von 30 bis 35 Kilometern pro Stunde entwickeln kann. Bei der Heldin unseres heutigen Videos schlüpfen nach einer 50-tägigen Brutzeit kleine Schildkröten und beginnen den gefährlichsten Weg ihres Lebens. Hungrige Füchse, Vögel und Krabben streifen über den Strand. Die Überlebenschancen für die jungen Schildkröten sind nicht hoch. Von 1000 kleinen Schildkröten überleben nur eine oder zwei. Wenn sie Glück haben, kehren sie nach 25 Jahren an denselben Strand zurück, an dem sie das Licht der Welt erblickten. Vielen Dank fürs Zuschauen und gebt dem Video ein Like, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.